Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung in der Vorlesungsreihe Biodiversität. Wir sind bei der 23. Vorlesung angekommen und kümmern uns hier immer noch um die Familien der drei Höckerzähner und sind dabei jetzt bei der Familie der Zweizähner, den Amphitontidae. Und ja, fangen wir einfach mal an. Diesmal wird es relativ viel, obwohl ich sagen muss, da kann man leider bei vielen gar nichts zu sagen. Ich habe dennoch versucht, das, was bekannt ist und was man finden kann, hier mal zusammenzutragen. Aber nicht wundern, oftmals unterscheidet sich nur die Zeit, in der man vermutet, dass sie vorgekommen sind. Also werde ich euch heute sehr viel erzählen über sehr wenig. Okay, fangen wir an. Also wie ich schon gesagt, eine Untergruppe der echten Dreihöckerzähner. Und das, was ich jetzt sage, gilt hier für alle. Und zwar, dass die gesamte Familie unsicher ist, da alle Vertreter bereits im Mesozoikum ausgestorben sind. Und zwar im Zeitalter vom mittleren Jura, 170,3 Millionen Jahre vor der Zeitrechnung, bis zur Unterkreide, 113 Millionen Jahre vor der Zeit. Wie ihr seht, Ersatzbild, keine echten Darstellungen vorhanden, hängt damit zusammen, dass auch die ganzen Fossilien sehr, sehr, ja, ich sag mal, schwer zu finden sind. Die sind nicht digitalisiert in dem Sinne. Es gibt natürlich ein paar Fossilien, die sind in den entsprechenden Museen und Universitäten gelagert. Aber nichts, was ich euch jetzt zeigen könnte. Und vor allem sind es halt nicht viele und innerhalb der Familie eigentlich nie ein vollständiges. Vermutlich waren die Vertreter Insektivoren. Das vermutet man anhand der Größe, weil sie alle wahrscheinlich nur so Maus- bis Dachsgröße hatten. Es sind fast nur Kiefer und Zähne bei den Fossilen vorhanden und das erschwert natürlich die taxonomisch korrekte Gruppierung. Gefunden wurden die Fossilien heutigen China, Russland, Afrika, Nord- und Südamerika und das ist eigentlich auch das Hauptunterscheidungsmerkmal, so ein bisschen der Fundort. Es gab damals zu der Zeit, also im Mesozoikum, eigentlich nur zwei Kontinente, das war Laurasia, Europa und Asien und Gondwana, Afrika, Australien, Süd- und Nordamerika. Wie ihr seht hier an dem Bild, hingen die mal ja zusammen, hatten sich dann aber getrennt und über die ganzen Jahrmillionen Jahre driftete das dann immer alles weiter auseinander, bis wir bei dem heutigen Stand sind. Wie ich schon sagte, ähneln sich die Fossilien sehr. Und der Erstbeschreiber war Simpson, der hat 1925 die Familie dann auf Basis der Fundorte in zwei Gattungen aufgeteilt. Und zwar hat er gesagt, jo, es gab die aus Laurasia und die aus Gondwana. Mit den logischen Überlegungen, dass ein Übertreten zwischen diesen zwei Kontinenten vielleicht mal ursprünglich stattgefunden hat, aber dass diese einzelnen Kontinente dann für sich betrachtet eigene Biosphären waren, in denen sich dann die Arten selbst entwickelt haben. Deswegen, also sein Gedanke ist, alles, was wir in Laurasia gefunden haben, ist eine Gattung, alles andere, wo in Gondwana gefunden wurde, ist die zweite Gattung. Was auch damit zusammenhängt, dass, wie gesagt, wenig Fossilien und diese sehr ähnlich. Allerdings hat das jetzt nicht mehr lange Bestand gehabt. Naja, also es waren ja schon 100 Jahre jetzt nicht, aber 85 Jahre. Denn 2010 hat die Gruppe um Marisol Montellano, James A. Hobson, James N. Clark und Gao et al., also et al. Noch einige andere, eine weitere Unterteilung in acht Gattungen vorgenommen, basierend auf die verschiedenen Fossilienfundorte und Gesteinsschichten. Problem dabei ist, anatomische Unterscheidung, die sonst üblich ist, ist hierbei nicht möglich und damit ist diese Einteilung acht Gattungen noch deutlich unsicherer eigentlich, als das von Simpson der Fall war. Weil, ich sag mal, kleine Abweichungen in Kiefern und so können durchaus durch Erosion, Verwitterung, Zerfall, Kämpfe damals zur Lebzeit. Es gibt viele Sachen, warum Arten, die, also Vertreter derselben Art auch, unterschiedlich aussehen können. Schaut uns an, wir sind alle Menschen, aber kaum einer sieht genauso aus wie der andere. Selbst im Knochenbau variieren wir. Man findet deswegen selbst in medizinischen Angaben sehr oft bei der Gesamtanzahl Knochen nur einen Von-Bis-Wert. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wo der war, aber ich glaube, das war sowas wie 238 bis 240 oder sowas. Also selbst da gibt es Unsicherheiten. Und deswegen anhand von einzelnen Fossilien zu sagen, die sehen vielleicht ein bisschen anders aus und wurden an einem anderen Ort gefunden, also muss eine andere Art sein,
Das ist sehr schwer, vor allem da ihr ja durch die ersten paar Vorlesungen wisst, dass nicht jede kleinste Unterschied eine neue Art bedingt, weil sonst gäbe es halt nicht uns Menschen als Homo sapiens sapiens, sondern ungefähr, ach, keine Ahnung, 8 plus verschiedene Milliarden, weil wir doch alle anatomisch nicht identisch sind komplett. Gut, ja, wie gesagt, wir wissen sehr wenig. Ich zeige euch, was jetzt wissenschaftlich bekannt ist, eigentlich nichts. Aber ich möchte sagen, die Größe scheint von Maus bis Dachs zu sein und dementsprechend vielleicht auch das Gewicht. Also ich schätze mal ein Höchstgewicht bei der Familie, so ein, vielleicht 5, 10 Kilogramm, wenn es hochkommt. Und die Größe, sagen wir mal, bis ja, einen Meter vielleicht. Wahrscheinlich aber weniger. Damit kommen wir zur inneren Taxonomie. Wir haben hier die Gattung der Weidhöcker-Zähner, Aplokonodon, die Komodon, die Komo-Pluff-Zähner genannt werden, wegen ihrem Fundort. Es geht nebenbei oft auch hier nach Fundort, wie schon gesagt. Die landbleibenden, Eurylestes, die echten Zweizähner, Amphidon, die Hakusan-Zähner, Hakusanodon, die Gobi-Wildzähner, Gobiopterodon. Nicht wundern, wir kommen in den nächsten Vorlesungen noch zu einer ähnlichen Gruppe. Hat alles damit zu tun, man war so clever gewesen, nach Fundort zu benennen und viele wurden halt in der heutigen Gobi-Wüste gefunden. Und deswegen gibt es da nicht nur eine Gruppe, die so ähnlich heißt. Dann haben wir die Mandschuru-Zähner, Mandschurodon und last but not least die Nakuno-Zähner, Nakunodon. Hinweis hier, die deutschen Namen. Das sind Übersetzungen von mir. Es gibt keinen offiziellen deutschen Namen. Ich habe mich nur natürlich an den Lateinischen orientiert und versucht, nach bestem Wissen und Gewissen die in ein schönes Deutsch zu bringen. Fangen wir mit den Weidhöcker-Zähnern, den Aplokonodon, an. Ja, Untergruppe der Zweizähner, das hatten wir schon. Wie gesagt, für alle gilt es unsicher. Und diese Gattung kam wohl im späten Jura 145 Millionen Jahre vor der Zeit vor. Fossilien wurden nur in der fünften Zone der Morrison-Formation gefunden und die befinden sich in den USA, dort genauer in Wyoming und Colorado. Ja, keine genaue Beschreibung. Die einzige Art ist Aplokonodon comoensis und es ist zu vermuten, dass die Vertreter, wie die meisten anderen drei Höckerzähner, wahrscheinlich nicht größer als Marder wurden und Insektivoren waren. Das werden wir jetzt alles so ähnlich bei fast jedem hier haben, dass wir eigentlich nur einen genauen Artnamen haben und dass wir schätzen müssen, dass sie halt ähnlich andere Dreigradzähner sind. Ja, Gewicht, Alter, Größe können wir keine Angaben zu machen. Und springen deswegen ganz schnell zu den Komopluffzähnern, den Komodon. Natürlich auch eine Untergruppe der Zweizähner, ebenfalls unsicher und kam auch im späten Jura vor, ungefähr 145 Millionen Jahre vor der Zeit. Auch hier gilt, Fossilien wurden nur in der fünften Zone der Morrison-Formation gefunden, die sich da in Wyoming und Colorado innerhalb der USA befindet. Den Namen hat die Gruppe daher, dass die Fossilien in dieser Formation aus dem Steinbruch 9 stammen und der liegt im Como-Bluff und deswegen hat man sie halt danach benannt. Es gibt keine genaue Beschreibung, man hat nur einen Unterkiefer gefunden. Da seht ihr, dass diese Einstufung in die Gattung auch sehr vage ist. Wie gesagt, der Unterkiefer, selbst wenn er sich geringfügig unterscheidet, könnte das einfach nur eine standardmäßige Apomorphie sein oder eine andere Sache, eine Verletzung. Und es könnte eventuell doch zu einer anderen Gattung oder Familie gehören oder vielleicht gar keine eigene begründen. Ja, wie bei allen gilt, wahrscheinlich wie jeder andere Dreigradzähner, nicht größer als Marder und Insektivor. Auch hier müssen wir uns Gewicht, Alter und Größe schenken, weil, wie gesagt, man weiß eigentlich nichts. Dann haben wir die Landbleibenden, die Eurylestes. Die Gattung der Landbleibenden ist wie immer eine Untergruppe der Zweizähner hier in der ganzen Vorlesung. Wieder natürlich unsicher, aber sie kam in der unteren Kreide 122,46 Millionen Jahre vor der Zeit vor. Fossilien wurden nur in der Yixian-Formation gefunden, das befindet sich in China, in der Stadt Baibiao im Westen der Liaoning-Provinz. Ja, man hat nur Schädel samt Kiefer und Zähne gefunden, daher keine genaue Beschreibung, aber man hat eine
Artnamen vergeben: Eurylestis lianoningensis anhand des Fundortes. Die Art wird kaum größer als eine Maus-Ratte gewesen sein, da der gefundene Schädel eine Länge von 4,1 cm aufweist und, wenn man so sagt, ungefähr die sechsfache bis siebenfache Länge. Wenn man so einen typischen Maushabitus hat, dann kommt man halt wirklich vielleicht so auf, wenn es gut läuft, 30 cm. Also mit Schwanz. Des Weiteren wird vermutet, dass es sich um ein Insektivoren gehandelt hat. Aber auch hier alle Angaben unsicher, wir können nichts dazu sagen, aber schätzungsweise können wir sagen, 30 cm wird wohl ungefähr die Gesamtgröße gewesen sein. Anhand des Kopfes ist das relativ sicher. Und damit sind wir bei den echten Zweizähnern, den Amphidon. Ist wie immer eine Untergruppe der Zweizähner, auch natürlich unsicher, kam im späten Jura, 145 Millionen Jahre vor der Zeit vor. Es tut mir eben leid, dass ich mich jetzt so, ich sag mal, pro Gattung hier sehr oft wiederholen muss, aber wie gesagt, man weiß darüber eigentlich fast nichts und kriegt auch kaum was ran. Deswegen ist das alles sehr vage. Man weiß aber, dass sie ebenfalls in dieser Morrison-Formation gefunden wurden, da in der fünften Zone. Ihr wisst, das war diese Gegend da in Wyoming und Colorado in den USA. Was natürlich auch schwer macht zu sagen, ob das verschiedene Vertreter sind. Keine Beschreibung, da kaum Fossilien gefunden wurden. Man hat eine Art benannt, Amphidon equicrurius. Und es zu vermuten, dass sie wie andere Dreiländerzähne nicht größer als Marder wurden und Insektivoren waren. Deswegen auch hier können wir gar keine sicheren Angaben machen und müssen uns das gezwungenermaßen knicken. Und sind damit schon bei den Hakusan-Zähnern, den Hakusanodon. Untergruppe der Zweizähner, ebenfalls natürlich unsicher und ebenfalls ausgestorben. Hier in dem Fall aber in der unteren Kreide, 132,9 Millionen Jahre vor der Zeit. Die Fossilien wurden nur in der Kuwajima-Formation in Japan gefunden. Keine genaue Beschreibung. Einzige Art, die beschrieben wurde, ist Hakusanodon aureus. Und wie bei allen anderen auch, vermutlich nicht größer als Marder und vermutlich Insektivoren. Wie bei den meisten anderen auch, sind Angaben hier so unsicher, dass man besser keine macht. Deswegen wir direkt zur nächsten Gattung springen. Die Gobi-Wildzähner, Gobiopteriodon. Untergruppe der Zweizähner, unsicher, ausgestorben, und zwar in der unteren Kreide, 100,5 Millionen Jahre vor der Zeit. Die Fossilien wurden nur in der Mongolei, genauer in der heutigen Gobi-Wüste gefunden und daher hat man sie halt entsprechend danach benannt. Und wie ich vorhin schon sagte, es gibt noch andere Gruppen, die nur in der Gobi-Wüste gefunden wurden und die deswegen auch das Gobi oder Gobio im Namen tragen. Die lassen sich dadurch leicht verwechseln, sind aber wahrscheinlich oder man vermutet nicht so nah verwandt, dass man hier in dieselbe Familie steckte. Ja, wie so oft leider keine genaue Beschreibung, da kaum Fossilien und die einzige Art ist Gobiopteriodon infinitus. Ja, wie andere Dreiländerzähner, wahrscheinlich nicht größer als Marder und wahrscheinlich Insektivoren. Angaben zu Gewicht, Größe und Alter lassen sich nicht machen, deswegen tun wir das nicht. Und kommen zu den Manchurozähnern, den Manchurodon. Ist eine Untergruppe der Zweizähner, eine unsichere Gruppe, die im Jura ausgestorben ist, ungefähr 145 bis 201,3 Millionen Jahre vor der Zeit. Ihr seht, die Zeitspanne hier ist relativ groß, umfasst fast 60 Millionen Jahre, das ist schon heftig. Die Fossilien wurden im Gebiet der Mandschurei gefunden, welches heutzutage über Nordosten Chinas sowie Teile Russlands und der Mongolei erstreckt und daher halt entsprechend so benannt. Genaue Beschreibungen gibt es aufgrund geringer Fossilien nicht. Und die einzige benannte Art ist Manchurodon simplicidens. Und es ist zu vermuten, dass, wie die anderen Dreihöckerzähner, die Höchstgröße wahrscheinlich nicht mehr als ein Marder war und sie sich höchstwahrscheinlich von Insekten ernährt haben. Ja, Größe, Alter und Gewicht sind einfach wieder zu unsicher.
weswegen wir jetzt bei den Nakuzähnern, den Nakunodern sind, ist auch eine Untergruppe der Zweizähner, die ebenfalls unsicher ist, denn sie sind alle im Mesozoikum, genau genommen im mittleren Jura, also ungefähr 170,3 Millionen Jahre vor der Zeit ausgestorben. Die Fossilien wurden nur in der Kota-Formation in Pranhita-Godavari Valley in Indien gefunden. Genaue Beschreibung geht aufgrund der geringen Fossilien nicht und die einzig beschriebene Art ist Nakunodon paikasiensis. Und ja, wie immer, die meisten anderen Dreihöckerzähner, und das gilt auch für die hier, waren nicht größer als Marder und daher wahrscheinlich auch Insektivoren. Und last but not least, auch hierzu lassen sich keine Aussagen zu Gewicht, Alter und Größe geben, weswegen wir jetzt zwar 29 Folien hatten, aber durch die relativ schnell durchgekommen sind, deswegen habe ich das alles komplett abgearbeitet. Dann haben wir diese Familie komplett erledigt, die Zweizähner, die Amphidontidae, und können nächstes Mal dann weitermachen. Es wird sich vielleicht doch noch ein bisschen länger mit diesen ausgestorbenen Dreihöckerzähnern dauern, als ich das ursprünglich vermutet habe, weil ich bei weiteren Recherchen draufgestoßen bin, dass bei der Umstellung des Baums, wovon ich euch was erzählt habe, ja, ich sag mal, Veränderungen vorgenommen wurden, die noch nicht überall zu sehen sind. Das heißt, ich entdecke ab und an ein paar neue Untergruppen, die ich mit vorstellen muss. Hier zum Beispiel hieß es im, ich sag mal, großen Stammbaum, es gäbe drei Gattungen. Wir haben jetzt hier aber acht in der Familie gehabt. Und jetzt bei meinen Recherchen treffe ich immer wieder darauf. Es kann also sein, dass sich das in die Länge zieht, weil es halt immer noch ein paar mehr gibt, auch wenn meistens nicht viel natürlich bei ausgestorbenen Arten zu finden ist. Gerade wenn man natürlich nur ein, zwei Fossilien hat, dann kann man als Wissenschaftler auch kaum eine sichere Aussage treffen. Dann ist es besser, man positioniert sich nicht, ehe man sich komplett falsch positioniert. Und das müsst ihr mir raten. Also, ich sag mal, wenn ihr im Lotto 6 Richtige braucht und ihr wisst, dass eine Zahl richtig ist, also ihr wisst genau, dass eine Zahl kommen wird, wie auch immer das gehen möge, dann wäre es schlecht, das loszuverkaufen und zu sagen, hey, wenn du das kaufst, gewinnst du garantiert. Denn immerhin, es gibt noch fünf andere Zahlen, von denen ihr nichts wisst. Und so ähnlich ist das hier. Wenn man einfach nicht genügend Fossilien hat, dann muss man sehr viel interpretieren und raten anhand, wie war es damals, wie war die Geologie, die Geografie, was gab es denn noch für andere Arten, die könnten die in Wechselwirkung stehen. Zum Beispiel wegen den Insektivoren, ja, man wusste halt, zu der Zeit gab es halt viele größere Echsen und andere Säuger, so als Ziel von Zähnen nicht. Und vor allem, es gab halt Insekten und die passten halt vom Größenverhältnis. Es ist jetzt nicht so, dass man einen Marken gefunden hat, wo Insektenreste drin waren, sondern man leitet das logisch ab. Hätte es damals zum Beispiel keine Insekten gegeben, wäre natürlich diese These eindeutig natürlich zu verwerfen, dass sie Insektiboren waren. Nur mal, um das zu erklären und so ein bisschen die Kollegen hier in Schutz zu nehmen. Die geben sich natürlich Mühe. Aber wenn nicht viel da ist, aus dem man was machen kann, dann können die natürlich auch sich nicht wirklich positionieren, was auch richtig so ist. Jo, und mit diesen fast schon philosophischen Worten am Ende würde ich die Vorlesung schließen. Ich hoffe, es war interessant und auch wenn ich jetzt nicht viele Details hatte, ist es vielleicht doch mal interessant zu wissen, was es so alles gab, wo die zu finden waren. Und ich habe schon gesehen, bei der nächsten Vorlesung gibt es auch wieder so ein paar unsichere Kandidaten, aber auch ein paar, wo man mehr weiß, da wird es wieder ein bisschen spannender. Und ich hoffe, ich sehe euch dann beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise ihr hört mich, ich euch ja leider nicht. Es sei denn, ihr schreibt in die Kommentare, das könnt ihr sehr gern machen. Über einen Like freue ich mich natürlich auch immer. Ja, und ansonsten würde ich sagen, macht's nicht gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Tschüss!